Jetzt obliegt normalerweise dem Moderator die schwierige Aufgabe, den Tag irgendwie noch zusammenzufassen oder ein Wrap-up zu unterbreiten. Das hat aber diesmal die Heinrich-Böll-Stiftung ganz intelligent gelöst, nämlich auf eine innovative Art und Weise durch ein Improvisationstheater. Und zwar das Improvisationstheater Die Gorillas. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Barbara Klär und Ramona Krönke. Ihr braucht keinen Text. Genau. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ist der Sonntagsbraten zum Alltagsbraten geworden. Die Fleischtheken sind üppig gefüllt. Der EU-Report. Ernährungslage und Gesundheit spricht von einer exzessiven Versorgung und Verfügbarkeit. In Mittel- und Osteuropa ist der Fleischverzehr am höchsten. Am höchsten! Die Süd- und Nordeuropäer ernähren sich etwas fleischärmer. Oh yeah! Super! Yeah. Super! Toll, vielen Dank!